sag's mir sofort, was passiert ist. Er wurde überfallen und hat ein paar Dollar verloren, aber er hat sich gewehrt, bis der andere ein Messer gezogen hat. Ein Messer? Was? Mein Sohn ist verletzt worden? Ich kann den Fall jetzt nicht einfach zur Seite schieben. Moment mal, der einzige Sohn, an den ich jetzt denken kann, ist mein eigener. Suchst du etwa nach Beweisen gegen deinen eigenen Sohn? Nein, ich suche die Wahrheit. Du hast zwei gute Jungs. Du hattest Glück. Du hattest, was, wenn das dritte Kind anders wird? Kennst du den Film Die Saat des Bösen? Wie kannst du nur so etwas Furchtbares sagen? Nimm das zurück oder willst du mein Kind mit deinem Fluch belegen? Ich hab nur davon geredet, dass... Gut, ich nimm's zurück. Mit den Fotos, die wir von dem Angeklagten Toby Carruthers in unseren Akten haben, verglichen. Daraus konnten wir schließen, dass Toby Carruthers mit der Person dieser Aufnahme identisch ist. Dann kommen wir jetzt zum letzten Bild. Hier sehen wir genau, wie der Angeklagte Miss Preminger mit seiner Waffe auf die linke Schläfe schlägt. Danke, Sergeant Cagney. Zurzeit keine weiteren Fragen. Wollen Sie damit sagen, dass mein Mandant Toby Carruthers und der auf dieser undeutlichen Fotografie abgebildete Fettsack, der, wie wir gesehen haben, gerade dabei ist, ein Mädchen zu verprügeln, ein und dieselbe Person ist? Es ist 5 Monate her, seit Mr. Carruthers verhaftet wurde. Da kann sich jeder rasieren und abnehmen. Toby holte mich um 19 Uhr ab und wir fuhren zur Eiskunstlaufshow. Danach gingen wir noch einen Kaffee trinken und als wir nach Hause kamen, war es fast Mitternacht. Er war die ganze Zeit bei mir. Ich habe sogar noch die Eintrittskarten aufgehoben. Euer Ehren, hier in meiner Hand halte ich eben diese Eintrittskarten, die Mrs. Carruthers gerade erwähnt hat. Ich bitte darum, sie als Beweisstück Nummer 3 der Verteidigung zuzulassen. Ich habe der Anklagevertretung eine Kopie dieser Karten übergeben. Mrs. Carruthers, sind das die Eintrittskarten, die Sie erwähnt haben? Ja, das sind sie. Die Karten werden als Beweisstück 3 der Verteidigung markiert. Toby ist ein guter Sohn. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass jemand einen großen Fehler gemacht hat. Die Mutter hat uns die Suppe ganz schön versalzt. Oh, darauf war ich vorbereitet. Aber dass unsere Zeugin so schnell umgefallen ist, das hat mich schon sehr überrascht. Vielleicht konnte sie sich ja nur noch daran erinnern, dass eine 38er gegen ihren Wangenknochen geknallt ist. Aber im Büro war sie doch ein wahres Ass. Sie hatte ihre Emotionen unter Kontrolle, wusste alle Einzelheiten. Ein nettes Mädchen. Ja, aber sie hat als Lügnerin dagestanden. Toll, nicht wahr? Wir haben unser Bestes getan. Tja, meine Damen. Wenn Sie mich nun entschuldigen wollen, ich muss mich auf einen weiteren Prozess vorbereiten. Und dann will ich nach Hause etwas essen und mit meiner Frau Romy spielen. Ich hoffe, das nächste Mal läuft's besser. Das hoffe ich immer. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Nacht. Es lebe unser Kriminalrechtssystem. Wieder mal mehr kriminell als gerecht. Versuch's optimistisch zu sehen. Dafür hast du heute Gelegenheit, Harvey Lacys heiß, fettig und rutschgut Spaghetti-Soße zu testen. Oh, Mary Beth, ich kann nicht. Nein, nicht schon wieder. Tut mir leid, aber mir ist heute einfach nicht nach Geselligkeit. Ja, danach ist dir nie. Du hast dieselbe Verabredung schon 3-mal abgesagt. Aber ich bin müde, ich bin wütend und vielleicht würde ich dir die Kinder anblöken. Ich gehe lieber nach Hause. Ja, das passt wunderbar. Harvey steht den ganzen Tag am Herd, heiße Soße spritzt auf seinen Arm, er verbrennt sich, aber Mary es ist ihm Beth. Egal, er rührt weiter. Er denkt daran, wie glücklich er die Partnerin seiner Frau machen wird. Er hat das Bowling abgesagt. Ich sage, sie kommt nicht, sie hasst unsere Kinder. Gut, ich komme. So ist schön. Ich hasse deine Kinder nicht. Nur weil du sie nicht richtig kennst. Das
mit dem Eiskunstlauf war gut. Warum hat sie nicht gesagt, sie hätten den Papst besucht? Dann wäre es auch vorbei gewesen. Hallo, wir sind da. Wenn sie geglaubt hätte, dass es hilft, hätte sie es gesagt. Es ist ihr Sohn. Harvey! Ist Toby Carruthers überhaupt der Sohn von irgendjemandem ist? Vielleicht dachten die, wir essen bei mir. Harvey? Oder Harvey ist unterwegs und holt was zum Essen. Mom! Hey, Mom! Mom! Hallo, Liebling. Diese Kerle, sie haben Harvey überfallen. Die haben was? Sie wollten sein Geld, aber Harvey ist kein Schwächling. Er hat sie gepackt und ist auf die draufgesprungen. Und Harvey, boom! Genau wie Magnum. Und dann, Himmel, was ist denn passiert? Beruhige dich, es war nur ein Schulhofgeplänkel. Hier mit dem Geld, hat er gesagt. Na komm schon und hol's dir. Wer hat dir das angetan? Ich weiß es nicht, das war ein kleiner Wurf. Ein Kampfrichter. Erfahr ich endlich, was passiert ist? Er wurde überfallen und hat ein paar Dollar verloren, aber er hat sich gewehrt, bis der andere ein Messer gezogen hat. Messer? Was? Mein Junge ist verletzt worden? Er ist nicht mit dem Messer verletzt worden, es ist alles in Ordnung, Schatz. Oh nein, was ich hier sehe, ist überhaupt nicht in Ordnung, Harvey. Ja, da hat er eine verpasst bekommen auf der Unfallstation. Haben sie die du hast versorgt. Mit dem Jungen um Geld gekämpft? Bist du verrückt? Es waren fast 5 Dollar. Es war mein Geld. Er hatte kein Recht, es mir wegzunehmen. Recht? Welches Recht? Du hättest tot sein können, du dummer Bengel. Christine, hättest du gern Pizza und Bier? Na, Liebling, ja, was ist? Hättest du nicht Lust auf Pizza und Bier? Es tut mir so unendlich leid wegen der Spaghetti, Liebling. Was macht das Baby? Dem geht es gut, aber mein ältester Sohn hätte sich heute fast umbringen lassen. Du hast den ganzen nächsten Monat Hausarrest. Schatz, das ist ungerecht. Der Junge hat sich heute wie ein Mann behauptet. Und entscheidend ist, dass er gesund ist. Entscheidend ist, er hätte tot sein können. Ja, und überhaupt, hier ist kein einziger sauberer Teller. Wundervoll. Wie soll ich das Essen ohne Teller servieren? Na, du Kämpfer, wie sieht denn der andere Kerl aus? Weiß ich auch nicht mehr. Irgendwie fühle ich mich blöd. Harvey wird ihn schon kriegen, nicht wahr? Halt den Mund und lass mich in Ruhe. Mom, ich hab dir doch gesagt, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Gut. Und es ist noch besser, du siehst ihn nie wieder. Gleich als erstes morgen früh. Gehst du zum Direktor und sagst ihm, was passiert ist. Hast du mich verstanden? Und von jetzt an wirst du nie mehr, ich wiederhole, nie mehr mit jemandem um Geld kämpfen. Ach komm, soll ich vielleicht feige sein? Nein, ich erwarte, dass du klug bist. Wenn du dein Geld getrennt aufbewahrst, kannst du auch nicht alles verlieren. Michael, ich hab dich doch gebeten, im Wohnzimmer zu bleiben. Dad ist da drin. Er schläft auf der Couch. Mom, wo wird das Baby schlafen? Was glaubst du denn? Natürlich bei uns. Falsch, Harvey. Das Baby wird bei mir und eurem Vater schlafen. Das Baby hat Glück. Bis es älter ist. Und dann, wenn wir in eine größere Wohnung ziehen, dann hat es sein eigenes Zimmer. Ich auch? Ja, du auch. Mach deine Schulaufgaben fertig und denk dran, was ich dir gesagt habe. Es gibt Dinge im Leben, um die man kämpfen muss. Aber Geld gehört nicht dazu. Ein bisschen Selbstverteidigung ist gut für das Selbstvertrauen. Vielleicht sollte er in den Boxverein gehen. Damit er lernt, wie man boxt, ja? Ja. Ein rechter Schwinger da und ein linker Schwinger hier. Genau, ein bisschen Selbstvertrauen ist gut, wenn man es mit einem Rüpel zu tun bekommt. Das war ein Straßenräuber und er benutzte ein Messer. Er war auf Geld aus. Also, was willst du deinem Sohn beibringen? Seinen Bauch hinzuhalten, damit er abgestochen wird? Ich hab's ihm schon oft gesagt. Gib auf, dann bleibst du am Leben. Aha. Und gib immer wieder auf. Jeden Tag, bis ans Ende deines Lebens. Wenn man dich so reden hört, könnte man glauben, du gibst deinem Sohn die Schuld. Nein, natürlich nicht. Ich sage nur, es ist nicht wert, um Geld zu kämpfen. Und wofür kämpfst du dann? Für die Ehre? Für dein Territorium? Für die amerikanische Lebensart? Ich sehe schon, worauf du hinaus willst, aber da mache ich nicht Moment mit. Moment mal, was du jetzt sagst, ist ziemlich unlogisch, Mary Beth. Das Territorium unseres Sohnes ist verletzt worden, genau wie bei einem Land. Du glaubst, Amerika kämpft nicht für das Geld? Und was ist mit den Interessen der großen Ölkonzerne an Vietnam? Oder zum Beispiel Bananen? Glaubst du, wir würden unsere Truppen nach Lateinamerika schicken, wenn die großen Firmen ihre Obstplantagen nicht behalten wollten? Ich stelle fest, dass du nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen bist. Ich rede davon, wie unser Sohn in Queens überleben soll und nicht von amerikanischer Außenpolitik. Würde er auf dich hören, würde er, wenn er aus der Tür geht, nicht wissen, ob er zur Schule oder zur Armee geht. Ich
muss sagen, manchmal kannst du einen ganz schön fertig machen. Während ich hier das Geschirr spüle, fällt es mir plötzlich ein. Was weiß ich denn schon davon, hä? Du bist bei der Polizei. Du hast jeden Tag mit Verbrechen zu tun. Und ich? Ich laufe hin und her und warte darauf, dass jemand eine neue Einbauküche bestellt. Du solltest doch wissen, wie ein Mann sich auf der Straße benehmen sollte. Also gut, ab jetzt halte ich mich raus. Bring du ihm bei, ein Mann zu werden. Denn wenn er auf mich hört, dann endet er wie ich nutzlos mit einer Schürze um seine Taille. Gut, im Moment hast du nichts zu tun, aber es kommt wieder was. Ich mache morgen früh weiter. Oh, Liebling, bitte, wir beide wissen es doch besser. Das Wichtigste ist, dass Harvey Junior gesund ist, richtig? Richtig. Gute Nacht. Harvey, du bist nicht nutzlos. Ich hätte früher passen sollen. Wir hätten alle früher passen sollen. Ich wollte mit meiner Frau nach Miami fahren. Jetzt reicht es nicht mal nach Coney Island. Und was soll ich Shirley sagen? Ich sag dir, ein Hai hätte dein Geld gefressen. Ist ja die Wahrheit. Schöne Jacke, Nummer. Oh, fass sie ruhig an. Ihr habt sie ja schließlich bezahlt. Starkes Design, hä? Rob Lowe wird sowas in ein paar Jahren tragen. Irgendjemand sollte Rob Lowe warnen. Hey, wenn ihr wieder spielen wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich könnte die Jacke noch mal in beige gebrauchen. Ist die das zu fassen? Nein. Ich dachte, der schlimmste Gewinner, den ich kenne, bist du. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's? Soweit gut. Die bestellte Pizza ist noch unterwegs, aber sonst geht's mir gut. Was macht euer Opfer? Er ist ein bisschen ruhiger als sonst, aber er ist ganz normal zur Schule gegangen. Herr Gnelissi, leider haben wir den Carruthers-Fall verloren. Trotzdem haben Sie gute Arbeit geleistet. Für einen von Ihnen habe ich einen neuen Fall und keine Klagen, Sergeant Cagney. Beim Apollo-Kurierdienst fehlen ein paar Fahrräder. Sieht aus, als hätte ein früherer Angestellter sie geklaut. Prüfen Sie es nach. Lieutenant, vor Gericht hat man uns den Hals umgedreht. Könnten wir nicht einen Fall haben, der uns vielleicht wieder ein bisschen hochbringt? Hochbringt? Wenn Sie hoch wollen, nehmen Sie einen Fahrstuhl. Das Geschäft dieses Mannes scheint Ihnen nicht wichtig zu sein, aber für ihn ist es sehr wichtig. Und es ist ihm egal, ob Ihnen Ihre Arbeit heute Spaß macht oder nicht. Er will seine Fahrräder wieder haben. Verstanden? Also dann. Ja, Sir, sobald wir den Rest vom Carruthers-Bericht abgelegt haben. Kann ich mal mit dir reden, Cagney? Nein, jetzt nicht, Specky. Ich verfolge eine Bande, die Fahrräder klaut. Ich hab dir einen Vorschlag zu machen. Dauert nicht lange. Nicht mal eine Sekunde, nein. Ach, Chris, du fehlst uns beim Pokerspielen. Nein, im Ernst. Sicher doch. Ich habe euch alle ausgenommen. Ja, du warst die Erste. Aber jetzt verlieren wir unsere Hemden an Newman. Dieser miese kleine Knilch? Ja. Ich weiß, es ist peinlich. Ich dachte an das erste Mal, als du mit uns gespielt hast. Ja, gut gewonnen. Ja, du warst spitze. Hast getan, als hättest du keine Ahnung. Du hast uns ganz schön über den Tisch gezogen. Ja, das war einmalig. Willst du noch mal? Diesmal mit Newman? Du musst nur wieder auf unschuldig machen, wie beim ersten Spiel. Und dann nimmst du ihn dir richtig vor. Verstehe ich das richtig? Ihr großen Jungs wollt, dass ich den kleinen Zwölfjährigen da drüben fertig mache, hä? Aha. Hm. Schießt ihr mir was vor? Sicher. Du bekommst sogar noch etwas extra. Ich will 30% von meinem Gewinn. 30%? 50, wenn ich euch wieder reinwasche. Okay, okay. 30%. Abgemacht. Oh, Coleman lässt dir ausrichten, dass im Vernehmungszimmer einer auf dich wartet. Es hängt zusammen mit diesem Carruthers-Fall. Ich dachte, zuerst kommt das Geschäft. Das war doch auch zuerst. Machen sich um die Konsequenzen gar keine Gedanken mehr. Sie kümmern sich überhaupt nicht mehr um andere Leute. Ja, Sir. Wollen Sie nicht vielleicht Platz nehmen, Sir? Ein Mann versucht, alles zu geben, um seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Er opfert alles, was er hat. Aber er kann dabei auch alles verlieren. Er kann zum letzten Dreck werden. Wissen Sie, was ich meine? Ja, Sir. Verzeihung, sind Sie hier, weil Sie mit uns über den Carruthers-Fall sprechen wollen? Allerdings, ganz richtig. Es war ein furchtbarer Fehler, dass er so einfach wieder freigelassen worden ist. Das durfte nicht passieren. Er wird nie aufhören. So wird er es niemals lernen. Er wird weiterhin Leute verletzen. Ich will Ihnen helfen, das zu verhindern. Oh, das wäre sehr gut, Sir. Aber vielleicht sagen Sie uns erstmal Ihren Namen? Carruthers. Jacob Carruthers. Ich bin Toby Carruthers Vater. Er wurde für nicht schuldig befunden. Und damit ist die Sache vorbei. Aber Jacob Carruthers ist bereit auszusagen, dass seine Frau ständig für ihren Sohn lügt. Weil seine Mutter ihn gedeckt hatte, musste Toby Carruthers, der vor 2 Jahren wegen eines Überfalls angeklagt war, aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Wir nehmen den Fall wieder auf. Nein, Sie reden von einem bewaffneten Überfall, der vor 2 Jahren passiert ist. Da kann man jetzt nichts mehr beweisen. Auf der anderen Seite wurden dem Besitzer des Kurierdienstes seine letzten Fahrräder geklaut. Und zwar gestern Nacht. Was ist mit ihm? Geben Sie Newman doch den Fall. Was? Wieso nicht? Am Anfang haben Lacey und ich auch nur die langweiligen Fälle bekommen. Vergessen Sie es, Cagney.
Setzen Sie sich doch, Lacey. Danke. Wo war denn dieser gewissenhafte Vater, als Sie ihn gebraucht hätten? Ha? Offensichtlich hat er gedacht, dass sein Sohn für die letzte Sache ins Gefängnis kommt. Stellen Sie sich vor. Bei allem Respekt, Sir, Toby Carruthers ist ein gewalttätiger Mann. Bei seinem letzten Überfall hat er diesem Mädchen 3 Gesichtsknochen gebrochen. Und jetzt taucht der Vater auf. Das ist doch wie ein Geschenk. Und es sieht so aus, als hätten wir in der Sache von vor 2 Jahren einen Zeugen. Bitte, Sir. Vielleicht können wir den Mann endlich einsperren. Und zwar ein für alle Mal. Lieutenant, ich glaube... Bitte! Na schön, ich gebe Ihnen 3 Tage und nicht mehr. Egal, was Sie finden, dann ist Schluss. Ja, Sir. Danke, Sir. Aber zuerst fahren Sie zu diesem Mann wegen der Fahrräder. Mit Ihrer Erlaubnis, Sergeant Cagney. Natürlich, Lieutenant Samuels. Dann bin ich beruhigt, Sergeant Cagney. Nochmals vielen Dank, Sir. Oh, haben Sie vielen Dank, Sir. Du hast ihn richtig eingewickelt mit deinem... Oh, bitte, Sir. Es ist fast wie ein Geschenk, Sir. Gute Manieren, oh, Christine, danke, kommen nie, Sir, aus der Mode. Vor allem, wenn man was erreichen will. Es gibt nichts, was ich Ihnen zu sagen hätte. Mrs. Carruthers, wir verstehen ja Ihre Loyalität zu Ihrem Sohn. Mein Sohn ist unschuldig, das haben die Geschworenen gesagt. Sie haben keinerlei Anlass, mich bei meiner Arbeit zu stören. Wir wollten mit Ihnen über einen anderen Überfall sprechen, der ist vor 2 Jahren passiert. Sie erinnern sich vielleicht. Ein 65-jähriger Koreaner wurde zusammengeschlagen. Und er hatte Ihren Sohn als Täter identifiziert. Na schön, er hatte sich geirrt. Mein Sohn war bei mir. Könnten Sie das ausschalten, damit wir besser reden? Nein, die Maschine läuft automatisch. Na schön, dann gehe ich eben darüber, damit wir uns besser verstehen können. Meineid ist ein sehr schweres Vergehen, das wissen Sie. Sie können nichts beweisen. Mein Sohn gehört nicht zu denen, die rumlaufen und Leute überfallen. Er ist mein einziges Kind. Glauben Sie, ich kenne meinen Sohn nicht? Doch, Ma'am. Danke, Ma'am. Ihr Sohn ist ein Schwerverbrecher. Sie ist eine Mutter, die ihren Sohn schützen will. Manchmal ist es schwer, die Grenze zu erkennen. Manchmal fängt man an, Ausreden für kleine Dinge zu erfinden und dann gerät es außer Kontrolle. Diese Art Liebe kann einen bedrängen. Na ja, wenigstens sieht der Vater die Sache objektiv. Der Vater redet über seinen Sohn, dass man glauben könnte, er wolle ihn selbst einsperren. Die Mutter glaubt, dass ihr Sohn ein Engel sei. Überleg mal, was das bei einem Kind bewirken kann. 2 Leute ziehen in verschiedene Richtungen. Sicher, du kannst es leicht sagen. Du hast 2 gute Jungs. Du hattest Glück. Du hattest... Was, wenn das dritte Kind anders wird? Kennst du den Film Die Saat des Bösen? Wie kannst du nur sowas Furchtbares sagen? Nimm das zurück, oder willst du mein Kind mit deinem Fluch belegen? Ich nimm das nur zurück! Davon geredet, nimm das gut, zurück! Ich nimm's zurück! Danke. Ich bin wirklich froh, dass du ruhig bleibst. Hast du was gesagt? Weißt du noch, was du gesagt hast, als du das letzte Mal schwanger warst? Du hast gesagt, dass du ruhig und friedlich bist. Ich habe nicht gesagt, ich wäre ruhig. Selig, habe ich gesagt. Selig? Und wann war das? Im 2. Trimester? Im 3. Im 4. Schatz, wir kommen zu spät zum Lamas-Unterricht. Moment, ich komme. Ja, Sir? Wir suchen Harvey Lacey. Der bin ich. Der Harvey Lacey, den wir suchen, ist erst 14. Ihr Sohn. Mein Sohn? Um was geht es denn? Soviel wir wissen, war Ihr Sohn an einer Sachbeschädigung beteiligt. Und wer behauptet so etwas? Wir müssen mit Ihrem Sohn sprechen. Halt, Moment mal. Zuerst will ich ein bisschen mehr über diese Sache erfahren. Ihr Sohn könnte großen Ärger kriegen. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Jetzt mal langsam. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meine Familie zu bedrohen? Was glauben Sie, wer Sie sind, dass Sie meinen Sohn beschuldigen? Haben Sie einen Haftbefehl? Hat einer von Ihnen beiden einen Haftbefehl? Wenn nicht, dann sollten Sie ganz schnell verschwinden. Wir können Sie auch mit aufs Revier nehmen. Ist es das, was Sie wollen? Und weswegen? Na, was ist für was denn? Machen Sie, dass Sie verschwinden! Moment mal, ich bin Detective Lacey, 14. Revier. Kann mir jemand sagen, was los ist? Ja, das kann ich dir sagen. Die beiden haben ihre Kompetenzen überschritten. Sie sollen machen, dass sie verschwinden. Ich kenne sie doch. Sie sind Johnson, Al Johnson. Sie sind früher in Manhattan Streife gegangen. Ja, Ma'am. Detective Lacey. Tut mir leid, aber ich habe mich nicht gleich erinnert. Ihr Mann ist gerade ein bisschen zu scharf geworden. Harvey, ich rede mit den beiden, okay? Tut mir leid, Sie belästigt zu haben, aber jemand hat das Fenster von Kalumis Fernsehgeschäft 4 Blocks weiter eingeworfen. Eine kaputte Scheibe, ein paar Fernseher sind kaputt, ist ein erheblicher Schaden. Sie glauben, mein Sohn hat das gemacht? Mr. Loomis hat Anzeige erstattet. Bitte, Detective, reden Sie mit Ihrem Sohn. Und wenn Sie was rauskriegen, rufen Sie uns an.
Wir lassen die Sache ein paar Tage ruhen. Danke, Officer Johnson. Das werde ich tun. Danke, Wiedersehen. Danke auch. Ich sag's doch, ich hab's nicht getan. Hast du heute vor Mr. Loomis Laden gestanden? Ich weiß ja nicht mal, wer Mr. Loomis ist. Warum sollte ich sowas tun? Das weiß ich auch nicht. Ich hatte gehofft, du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Mom. Harvey, wir sind eine Familie und wir alle hier lieben dich. Mit uns kannst du reden. Sag die Wahrheit. Mom, ich hab dir doch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Warum glaubst du mir nicht? Musst du nicht zu deinem Gymnastikunterricht? Schatz. Es gibt noch einiges, über das wir reden müssen. Mary Bess hat gesagt, er war es nicht, also war er es nicht. Fall abgeschlossen. Harvey, hörst du denn nicht zu? Der Fall ist abgeschlossen. Hm? Ein Vierteldollar. Und ich erhöhe um einen Dollar. Bin draußen. Ich auch. Hm? Wenn ich weitermachen will, muss ich einen Dollar einsetzen? Ja, allerdings. Was ist denn jetzt? Ich überbiete deinen Dollar. Überbieten kannst du nur, wenn du erhöhst. Willst du erhöhen? Cagney. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich dich überbieten. Aber du bringst mich ständig mit deinen Ausdrücken durcheinander. Leg einfach einen Dollar dazu. So ist's recht. Sonst noch jemand? Nur noch ihr beide. Das heißt, dass du sehen willst. Ich habe ein Full House. Und ich habe Karos und Herzen. Und zwar alle in derselben Farbe. Es ist zwar alles dieselbe Farbe, aber es ist kein Flash. Du hast ein paar aus Siebenern. Pech gehabt, Cagney. Ist das etwa nicht gut? Vielleicht hörst du jetzt besser auf und sparst dir dein Geld. Hör bloß auf, mich zu bevormunden. Halt die Klappe und teil aus. Überbiete mich. Oder was auch immer das ist. Zwei Gangster in blauen Uniformen. Die kommen einfach so in unsere Wohnung. Du glaubst den beiden mehr als unserem Sohn. Das habe ich nicht gesagt, Harvey. Warum, um Himmels Willen, sollte er mit Steinen ein Schaufenster einwerfen? Warum? Was hätte er denn für ein Motiv? Ich weiß es nicht. Ich bin müde. Ich möchte nur mal wissen, warum auf einmal die ganze Welt so hinter unserem Sohn her ist. Eines Tages glaubst du noch, er ist El Capone. Nächste Woche fliegt er nach Peru, um eine Ladung Heroin abzuholen. Würdest du jetzt bitte mal aufhören, verrückt zu spielen? Ich werde mich morgen darum kümmern. Du und die anderen Bullen, hä? Ich halte zu Harvey Junior. Verdammt, Harvey, es geht doch jetzt nicht darum, dass man zu irgendjemandem hält. Oh doch, genau darum geht es. Vertrauen und Loyalität sind Familienbegriffe. Begriffe, die bedeuten, dass man sich zuerst um das kümmert, was in der Familie vorgeht, und dann erst um alles andere. Das kommt vor deiner Arbeit, bevor du Polizistin bist. Ich hoffe, du findest zu deiner Mutterrolle zurück, bevor das nächste Kind kommt. Oh, das ist nett, Harvey. Ja, das ist wirklich gut. Wo willst du hin? Ich gehe schlafen. Allein.
Newman. Bist du nervös? Jetzt hast du ein bisschen Konkurrenz bekommen. Hast du gesehen, wie ich mein Full Home beim letzten Mal ausgespielt habe? House. Full House. Habe ich doch gesagt. Ich will meine $38 zurück, also halte mir einen Stuhl fürs nächste Spiel frei. Das nächste Mal werde ich das ganze Zimmer abräumen. Den Tisch meinst du? Den Tisch abräumen. Wie auch immer. Kriegst du nicht ein bisschen zu dick auf? Kein Mann der Welt glaubt, dass eine Frau Poker spielen kann oder die Spielregeln kennt. Glaubst du, der Ladenbesitzer weiß überhaupt noch irgendwas über Carruthers? Wir werden es erfahren, wenn wir jemals dort ankommen. Ach, sieh dir das an. Das ist doch perfektes Timing. Chris, sobald wir hier fertig sind, würde ich gerne meine Mittagspause machen und nach Queens fahren. Eine ziemlich lange Fahrt, nur um ein Sandwich zu essen. Nicht deshalb. Harvey Jr. hat Ärger und deshalb muss ich mit jemand Bestimmtem reden. Will der dann eine Siesta halten oder was? Mit dem Schuldirektor? Nein, es geht um meinen Zeugen. Können Sie sich ein bisschen beeilen? Nur die Ruhe, Lady. Sie werden schon ankommen. Das habe ich aber nicht Ihnen zu verdanken. Was ist eigentlich los? Es geht nur um ein paar kaputte Scheiben. Er sagt, er war's nicht. Aber jedes Mal, wenn er sagt, er war's nicht, dann sieht er mich so komisch an. Scheinheilig und mit völlig leerem Blick. Der gleiche Blick, den Leute bei der Gegenüberstellung aufsetzen. Er benimmt sich wie ein Verdächtiger. Ey, Mann, das ist eine öffentliche Straße. Ein bisschen Zeit müssen Sie schon haben. Bisschen Zeit? Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit. Du Hampelmann! Weißt du was? Manchmal muss man Kindern einfach glauben, auch wenn alle Beweise gegen sie sprechen. Mein Bruder, Brian, der Engel. Er wollte mal meine Lieblingspuppe mit seinem Holzbrennset tätowieren. Es war eine richtige Prinzessin-Puppe. Ich habe versucht, ihm die Puppe wieder wegzunehmen. Und was war dann? Er lässt sie einfach los. Und beißt sich direkt in seinen eigenen Arm. Ich meine, er beißt sich richtig rein. Ich glaube, es hat auch geblutet. Und dann rennt er heulend davon und erzählt meiner Mutter, dass ich ihn in den Arm gebissen hätte. Mutter hat mir ganz schön den Hintern versohlt und ich hatte 2 Wochen Hausarrest. Sie hat mir nicht geglaubt. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass Harvey Jr. jemanden kennt, der so verrückt ist wie Brian. Zumindest hoffe ich, dass er niemanden kennt, der so verrückt ist. Hey, fahren Sie lieber weiter. Sie halten den Verkehr auf. Hey! Hey! Wagen Sie es nicht nochmal, meinen Wagen anzufassen, sonst serviere ich Ihnen zum Mittagessen eine Vorladung. Und zwar Seite für Seite, Sie Blödmann! Und Sie sind auch in Gefahr, Sie wissen es nur noch nicht. Hau ab, Mann! Du hast recht, gute Manieren machen sich bezahlt. Meinem Vater geht es jetzt wieder gut. Die Sache ist nicht mehr wichtig. Ma'am, Ihr Vater ist nicht der Einzige, der von diesem Kerl zusammengeschlagen wurde. Es gab andere Opfer und andere Überfälle und alles, woran Sie sich erinnern können, könnte uns helfen. Dann sollten Sie aber mit meinem Vater reden. Er wurde damals verletzt. Ja, das verstehen wir, aber laut unserem Bericht beherrscht Ihr Vater unsere Sprache nicht so gut. Wir brauchen unbedingt eine genauere Beschreibung. Nein, nein, Abu Jiyu! Seit dem Überfall vor 2 Jahren nimmt er regelmäßig Sprachunterricht. Er will Staatsbürger werden. Diese beiden Polizeibeamtinnen wollen mit dir über diesen Überfall sprechen. Überfall? Changdo. Überfall. Ah, ich erinnere mich. Aha. Ich erinnere mich. Also, wir brauchen eine bessere Beschreibung als die, die Sie uns damals gegeben haben. Das ist schon lange her. Das ist uns schon klar, Sir. Ich habe viel Sprachunterricht gehabt. Ich bin jetzt Staatsbürger. Wie schön für Sie. Ja, und der Überfall? Mann war sehr groß. Geld weg. Der Ring weg. Meine Uhr weg. Wie groß war er? 1,85? Vielleicht kleiner, groß. Ah.
Könnten Sie den Mann anhand eines Fotos identifizieren? Mein Vater hat ihn damals schon mal identifiziert. Aber der Anwalt sagte, der Mann hätte ein Alibi. Sie haben befürchtet, dass die Aussage meines Vaters vor Gericht nicht standhalten würde. Die Sprachkenntnisse meines Vaters waren damals nicht so gut. Nicht so wie jetzt. Sir, in unseren Unterlagen ist eine goldene Taschenuhr aufgezeichnet. Ja, die Uhr. Vergoldet. Von einem amerikanischen Soldaten. Das ist viele Jahre her. Der Name steht drin. Ja, die Inschrift lautet Doko Kang. Seoul 1953. Ja. Tja, danke für Ihre Zeit. Und wenn Ihnen oder Ihrem Vater noch irgendetwas einfällt, dann rufen Sie uns an. Ja, danke. Chang Kan, Moment. Gut für das Baby. Oh, vielen Dank. Jetzt stehen wir wieder am Anfang. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir uns mit allem, was wir haben, auf die Mutter stürzen. Wir sollten die Mutter da raushalten. Wieso hältst du nur zu dieser Frau? Seid ihr verwandt oder was? Ich verstehe nur, warum sie das tut. Das ist alles. Ach, tatsächlich. Wann hast du das letzte Mal vor Gericht für jemanden gelogen, Mary Bess? Das war was anderes. Warum? Weil ich im Dienst war? Weil ich für dich gelogen habe? Sie hat ein Meineid geschworen, Mary Bess. Ich hätte es genauso gemacht. Hättest du mich nicht aufgehalten, dann hätte ich genauso jemanden beschützt, an dem mir was liegt, wie sie auch. Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist es nicht. Ihre Lügen haben vielen geschadet, inklusive der jungen Zeugin, über deren Gesichtsknochen du dir gestern so viel Sorgen gemacht hast. Ich sage nur, dass ich die Gefühle einer Mutter verstehe. Können wir jetzt nach Queens fahren? Ich kann den Fall jetzt nicht einfach zur Seite schieben, auch wenn du das vielleicht nicht verstehst. Moment mal, der einzige Sohn, an den ich jetzt denken kann, ist mein eigener. Wir haben nur noch 2 Tage. Und dieser Sohn hält wahrscheinlich gerade wieder irgendjemandem die Waffe vors Gesicht. Also schön, ich fahre dich jetzt zum Revier und dann fahre ich nach Queens und dann hole ich dich in einer Stunde im Revier wieder ab. Mein Sohn gehört nicht zu dieser Art von Leuten. Er würde nie einfach ein Fenster einwerfen. Loomis, ich kenne meinen eigenen Sohn. So etwas tut er nicht. Was soll das? Warum sollt ihr das tun? Nennen Sie mir einen Grund. Nennen Sie mir nur einen Grund. Das ist alles, was ich verlange. Nur einen Grund. Dieser Mann kennt keine Vernunft. Besteht darauf, dass unser Junge ein Schaufenster eingeschlagen hat. Mein Junge tut sowas nicht! Harvey, vielleicht sollte ich auch mal mit ihm reden. Ich sagte, der ist so aufgeregt, dass er gar nicht mehr weiß, was er gesehen hat. Ja, wenn er darauf besteht, dass Harvey Junior die Scheibe eingeworfen hat... Er liegt falsch. Suchst du etwa nach Beweisen gegen deinen eigenen Sohn? Nein, ich suche die Wahrheit. Die Wahrheit? Die erfährst du bei uns zu Hause, wenn du deinem Sohn zuhörst. Dazu brauchst du nicht herumzufahren und Fremde zu verhören. Harvey, weißt du noch, als er 8 Jahre alt war und du ihn losgeschickt hast, um frische Blaubeeren zu kaufen? Ich wollte Pfannkuchen machen. Auf dem Rückweg hat er fast alle aufgegessen. Und dann stand er da, in dieser Küche. Die Hände und das Gesicht voll von Blaubeersaft. Er schüttelte den Kopf. Nein, ich hab's nicht getan, Dad. Und gestern hatte er den gleichen Gesichtsausdruck wie damals. Ich hab's nicht getan, Dad. Willst du weiter streiten? Ich habe wohl gestern überreagiert. Vielleicht. Vielleicht? Hab Geduld mit mir, Mary Bess. Ich habe seit 3,5 Wochen keinen Auftrag mehr. Das kann einen wahnsinnig machen. Harvey, wir arbeiten beide gleich viel. Deine Arbeit kommt auf einmal, das ist alles. Außerdem bist du der Schönste der Familie. Lügnerin. Ja. Harvey Junior kommt ganz allein nach mir. Er ist unschuldig, bis ich den Blaubeersaft in seinem Gesicht sehe, okay? Okay. Ich war immer stolz darauf, ein Vater zu sein. Ja, Sir, das glaube ich Ihnen. Ich habe nie verstanden, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Warum sollte ich einen Sohn haben, für den man sich schämen müsste? Wenn ich all die Leute sehe, die er verletzt hat. Sie sagen, Ihr Sohn hat bei Ihnen gewohnt. Ja. Da drüben hat er geschlafen. Wir hatten eine Abmachung. Er arbeitet für mich und bekommt dafür Kost und Logis frei.
Und ein bisschen Geld dazu. Teilzeitarbeit. Bis er eine andere Arbeit findet. Aber nein, er hat aufgehört zu arbeiten. Er kam nur ein paar Mal, um hier zu schlafen. Wissen Sie, es ist kein Verbrechen, wenn man arm aufgewachsen ist. Ich war arm. Mitten in Arkansas. Und da hat man eben gearbeitet. Oder die Familie hatte nichts zu essen. Ja, ich verstehe es. Mit diesen Regeln sind wir aufgewachsen. Wie man sich zu benehmen hat, nach den Geboten zu leben, das hat für uns gezählt. Mein Vater hat mich des Öfteren mit dem Gürtel verdroschen. Spare mit der Prügel, dann verwöhnst du dein Kind, sagte er. Er hatte recht. Mr. Carruthers, hat Ihr Sohn irgendetwas hinterlassen, was uns vielleicht weiterhelfen könnte? Nein, gar nichts. Nur ein paar billige Bücher und ein paar Einwegfeuerzeuge. Ich habe alles weggeworfen. Mit Ausnahme dieser Taschenuhr. Ich weiß nicht so recht, was ich darüber denken soll. Hier. Ich weiß, dass er sie nie gekauft hat. Diese Uhr ist eine große Hilfe, Mr. Carruthers. Er ist einfach nichts gewöhnt. Er ist wie ein Baby. Er ist zu seiner Mutter gerannt. Er hat geschrien, wenn ich ihn nur angefasst habe. Sie hat ihn wie ein rohes Ei behandelt. Dieser Junge hat uns auseinandergebracht. Er hat unsere Ehe zerstört. Ich schäme mich für ihn. Nein, das ist nicht wahr. Mrs. Carruthers, wir haben eine goldene Taschenuhr, die das Opfer als die eigene identifiziert hat. Es ist dieselbe Uhr, die Ihr Sohn seinem Vater gegeben hat. Er hat sich gegen seinen eigenen Sohn gewandt? Kriminell ist, dass das Blut dieses Mannes in Tobys Venen fließt. Wir waren schon lange fertig mit ihm, aber er versucht immer noch, uns zu ruinieren. Er versucht zu verhindern, dass Ihr Sohn noch jemanden verletzt. Er soll ein anständiges Leben führen und ein Mann werden, auf den Sie stolz sein können. Mein Sohn ist mehr ein Mann, als es sein Vater je gewesen ist. Er kümmert sich um mich und ich kümmere mich um ihn. Wir stehen zueinander. Warten Sie, Mrs. Carruthers, warten Sie. Wir verlangen nicht von Ihnen, dass Sie Ihren Sohn verraten. Wir haben alle Beweise, die wir brauchen. Für den Gesetz ist er schuldig. Aber wenn Sie vor Gericht gehen und wieder im Zeugenstand lügen, dann werden Sie wegen Meineids angeklagt. Was passiert das nächste Mal, wenn er mehr tut, als irgendein Mädchen ins Gesicht zu schlagen? Wollen Sie ihn auch schützen, wenn er jemanden tötet? Wie werden Sie sich fühlen, wenn Ihr Sohn ein Mörder ist? Mrs. Carruthers! Schön zäh. Die Frau ist ziemlich einsam. Für sie ist ihr Sohn noch ein kleines Kind. Er hatte nie eine Chance. Oh, sie versucht immer noch, ihn zu schützen. Sein eigenes Kind zu schützen ist noch einfach. Ich würde alles tun, um mein Kind zu verteidigen. Wenn es erwachsen wird und man wird verletzt, das ist schwierig. Du trägst es 9 Monate in deinem Bauch, dein Herz pumpt dasselbe Blut. Und ein Teil von ihm wird immer bei dir bleiben. Das Loslassen, das ist das Schwierige. Ich weiß nicht, er lügt mich an. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, er war's. Er hat die Steine geworfen. Du könntest ihn ordentlich erschrecken, schalte das Jugendamt ein. Ihm eins auf die Pfoten geben, auf Bewährung. Und was lernt er dabei? Er kriegt einen Anwalt und sehr viel Aufmerksamkeit. Ein Sozialarbeiter hört sich sein Gewimmer an und schon ist er wieder draußen. Du willst ihn doch nicht eingesperrt sehen. Nein. Wie viele Kinder gibt es, die damit prahlen, mal verhaftet worden zu sein? Das macht sie cool vor ihren Freunden. Und es kostet sie nichts, das ist nicht gut. Und was willst du tun? Ich rede mit Harvey. Michael ist unten bei Mrs. Kanakis. Harvey Jr. ist in seinem Zimmer. Wir sind allein, Mary Bess. Der letzte Einsatz, den ich heute hatte, war an der 110. Ecke Queens. Die Beschreibung des anderen Jungen, der den Stein in Mr. Loomis Fenster geworfen hat, die passt auf Harvey Juniors Freund Tommy Aquinas. 100%ig. Also habe ich Tommy angerufen.
Hier spricht Detective Lacey, habe ich gesagt. Er hat eine Heidenangst bekommen. Er sagte, es war Harvey Juniors Idee. Zur Rache an Jake Loomis. Mr. Loomis' Sohn. Aber Rache, wofür denn? Jake Loomis ist der, der ihn überfallen hat. Der ihn verletzt hat. Harvey Junior hatte uns gesagt, dass er den Jungen nicht kennt. Also, er hat nicht nur einmal gelogen. Er lügt schon die ganze Zeit. Du hattest recht. Ich wünschte, ich hätte Unrecht gehabt. Ich wollte wirklich glauben, dass es nicht getan hat. Ich wollte so tun, als wäre das alles nicht passiert. Aber darum geht's mir nicht. Ich will nur, ich will unserem Sohn wieder vertrauen können und dass er uns vertraut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, du Kanone. Komm rein und setz dich. Hätte nicht gedacht, dass du kommst, wo wir den Einsatz verdoppelt haben. Ich finde es nur dumm, dass jemand versucht zu spielen, wenn er es nicht beherrscht. Tatsächlich. Hast wohl Mitleid mit mir, hä? Damit hat das nichts zu tun. Ich hasse es nur, meine Position so auszunutzen. Und welche Position ist das? Bin ja praktisch ein Freund der Familie. Wir nennen mich sentimental, aber seit dein Vater mir erzählt hat, was für eine tolle Frau du bist... Was ist mit meinem Vater? Ja, Charlie ist ein toller Kerl, aber wenn er ein paar Bier getrunken hat, ist er ein ziemlicher Sprücheklopfer. Jetzt warte mal. Jonah, hat er zu mir gesagt, es gibt keine Frau auf der Welt, die mehr über Poker weiß als meine Chrissy. Du bist hinterhältig, Newman. Um ehrlich zu sein, ich bin enttäuscht. Ich schätze, das, was nötig ist, fehlt dir einfach noch. Was nötig ist? Rede keinen Unsinn, das Spiel geht weiter und der Einsatz wird verdreifacht. Das ist mir ein großes Vergnügen. Na, wie wär's? Nur wir beide, bis die anderen da sind. Ich hab den anderen schon abgesagt. Das war sehr weise. Die hassen es, erwachsene Männer heulen zu sehen, fünf Karten Stud Kopf an Kopf. Du bist dir ganz sicher? Also, heb ab. Nur weil deine Musik die Luft verpestet und jeder verdammte Star heute Pickel hat, heißt das für dich noch lange nicht, dass du dir deine Lorbeeren schon verdient hast. Du willst der King sein? Das musst du dir verdienen. Und zuerst bezahlst du den Schaden, den du angerichtet hast. Der Aufseher bezahlt dir $2 pro Stunde an jedem Tag, an dem du nach der Schule arbeitest. Du weißt, ich habe Baseballtraining. Du hast gar nichts, bevor du deinen Fehler wieder gut gemacht hast. Du bist raus aus dem Team, bis du Mr. Loomis jeden Penny bezahlt hast. Das ist nicht fair. Du wagst es mir zu sagen, was fair ist? Du hast deine Eltern belogen. Du hast deine Mutter beunruhigt. Das ist nicht fair. Die Welt steht dir noch lange nicht offen. Noch nicht. Du hast noch eine ganze Menge zu beweisen, bevor du dir das Recht rausnehmen kannst, mir zu sagen, was fair ist. Deine Mutter und ich, wir sagen dir, was fair ist. Ich habe nur das gemacht, was du mir gesagt hast. Ich habe mich selbst verteidigt. Jetzt will ich dir was erklären. Als du dich gegen diesen Jungen verteidigt hast, auf dem Schulhof, das war mutig. Aber jemandem einen Backstein ins Fenster zu werfen und dann wegzulaufen, das ist bei weitem nicht mutig. Das ist die Tat eines Feiglings. Harvey, ich bin im Moment ziemlich wütend auf dich. Ich habe dir geglaubt. Ich habe dir geglaubt, weil du mein Sohn bist. Und ich habe dich dazu erzogen, deine Familie zu kennen. Zu wissen, für welche Werte wir stehen. Wenn du es jetzt nicht lernst, dann wirst du es nie begreifen. Es geht um ganz besondere Werte. Um Liebe. Um Respekt. Und Ehre. Und das ist es, was du lernen musst, bevor du glauben kannst, du wärst ein Mann. Verstehst du mich jetzt? Ja, Sir. Dann lass uns hier neu anfangen. Geh und entschuldige dich bei deiner Mutter. Dafür, dass du sie so sehr verletzt hast.
Es tut mir leid.